Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, ein Solo Quickplay. Quickplay natürlich ist immer Solo, war gestern völlig aus dem Häuschen, er hatte 5 Kills gemacht, wie, das sehen wir uns jetzt an. Hätte ich nie mehr damit gerechnet, bester Run ever. Und da war auch gestern dringend nötig, weil ich sonst die restlichen Runs nur auf die Fresse gekriegt habe, höchstens mal 1-2 Kills gemacht, aber sonst. So, jetzt wollte ich erstmal hier den Riss schließen, die alte stand mir im Weg, die musste weg. Die berühmt-berüchtigte Fliegenschlampe und ihre drei hirnlosen Affen. So, schnell nachladen. Sportsfreunde lassen sich zum Glück etwas Zeit da hinten. Ja, sie haben es irgendwie nicht gerafft, wo ich dann hin war. So, Riss zu. Kurz nochmal gucken, was es hier für Waffen gab. Oh! Ne, die Schallgedämpfte wollte ich nicht. Die Winfield, die ist Müll. So, und dann kam schon der erste Sportsfreund angerannt. Ich dachte von links, es war auch links zu hören, aber ich war mir da nicht mal so sicher. Und jetzt rennt er rechts rüber. Ich war mir nicht sicher, ob er durchs Tor kommt oder ganz rechts außen vorbei. So, jetzt wusste ich es. Er kommt von ganz rechts. Und zimmert mir eine rein. Uiuiui. Mehr Glück als Verstand gehabt, Alter. Da hatte ich echt mehr Glück als Verstand und bekomme guten Loot. Guten Loot. So, aber jetzt erstmal los. Nein, komm, lass den Mist liegen. Komm, renn weiter. Das war derselbe Scheiß. Derselbe schallgedämpfte Müll. So, rein in die Hütte und erstmal ein Medikit suchen. Was ich jetzt dringend benötigte. Um hier überhaupt noch was auf die Beine zu stellen. Aber zum Glück gibt es ja die Dinger reichlich. Meistens allerdings dann, wenn du suchst, ist keins da. So, aber hier hatte ich Glück gehabt. Da stand eins schön förmlich inhaliertes Teil. So, mal gucken, wo der nächste Riss ist. Weil es waren ja noch 3 Risse zu schließen, um die Quelle zu finden. So, Waffen nachladen. Wurde ja schließlich damit geschossen. Hatte ich schon mal vergessen, hatte ich eine leere Waffe in der Hand, die ich vom Gegner genommen hatte, der die leer geschossen hat. Aber hier fand ich natürlich eine Traumwaffe, eine Label, die ist... Nochmal schnell gucken, ich war mir nicht sicher. War das mit einer Klaue? Ja, genau. So, der einzige Nachteil ist die Ladegeschwindigkeit bei der Label. Ich glaube, diese liegt bei 18 Sekunden oder so. Da kommt schon der nächste Sportfreund. Kriegt einen auf die Jacke. Rennt weg. Ja, da war ich wieder zu spät, Alter. Jetzt will er mich mit einer Granate schmeißen. Schafft's. Das ist ja wahrscheinlich bloß ein Ablenkungsmanöver. Da hinten rennt er raus. Ich hätte rechts über den Zaun springen müssen und ihn mir von hinten holen. Hört sich irgendwie doof an. Ja, und das ist davon nochmal ein Zombie. Wo ist er hin? Also am Zombie ist er nicht vorbeigerannt. Er musste also irgendwo hinter der Hütte sein. Ja, jetzt war ich gar nicht kurz ins Grübeln. Soll ich da hinrennen? Ich meine, er steckt irgendwo hinterm Busch und du kommst ja so aus... Praktisch stehst du hier offen in der Gegend. Das ist sehr riskant, sehr riskant. Und das habe ich dann auch sein lassen. Ich wollte ihn praktisch jetzt umrennen, umlaufen, mich praktisch von seiner Rechten an ihn annähern. Und das schneide ich aber euch jetzt raus, weil wir sind ja nicht bei der Olympiade, nicht bei der Leichtathletik. Ihr müsst jetzt hier keinen 100-Meter-Lauf gucken. Ist auch nicht sehr spektakulär. So, da sind wir angekommen. Dann hatte ich ihn schon, hatte ich schon mal geguckt, habe mich schon angepirscht. Er war auch nicht mehr zu sehen. Es kann ja sein, dass er dann auch... von mir aus gesehen vorhin, als ich da stand, nach rechts weggelaufen ist. Praktisch die andere Richtung, aus der ich jetzt gekommen bin. Ja, jetzt war guter Rat teuer. Was soll ich machen? Damit hatte sich die Frage allerdings erledigt. Die Heilquelle wurde gefunden. Wo? Super. Das war richtig nice. Also mehr Glück kann man eigentlich fast gar nicht haben. Direkt vor der Nase. Also ich mittendrin endlich nicht mehr zur Heilquelle hinlaufen und versuchen den Typen unschädlich zu machen, sondern warten.
bis die Jäger kommen. Und sie kamen in Massen. Sie strömten alle herbei. Ja, hier war ich aber noch etwas am Überlegen, wie ich nun wohin und was soll ich machen. Der Sportsfreund saß da in einem großen Haus. Aber eigentlich hatte ich hier eine blöde Position, zu weit weg vom Geschehen. Weil die Leute wollen ja in die Hütte rein. Und meist, und hier, es ist ja hinter mir war ja Schluss, da war ja die Map zu Ende. Von hinter mir kam also niemand mehr, vielleicht noch von rechts, aber das war sehr unwahrscheinlich, dass direkt einer den Weg dort nimmt. Also dachte ich mir, rein in die Hütte. Ist eigentlich eine relativ gute Position gewesen. War natürlich von jetzt rechts sehr weit offen und die Tür dort, ja, ein Sniper zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich wäre auch Geschichte gewesen. So schnell die Waffe nachladen. Es gibt nichts Dümmeres, als mit einer leeren Waffe schießen zu wollen. Alles schon passiert. So, die Hühner rechts, war ich mir jetzt... Ob die noch von mir so unruhig waren oder nicht, das war ich, wusste ich jetzt nicht mal so genau. So, aber jetzt waren rechts Schritte zu hören. Der Typ im Schuppen hat ihn wahrscheinlich auch gesehen und hat dort jetzt die Laterne abgeschossen. So, nun hatte ich die Hoffnung, dass er, der Typ, der die Hühner aufgeschreckt hat, der praktisch von rechts kam, hinter dem Hühnerstall vorkommt oder noch besser unter dem Haus durchkriecht. Und da war schon Bewegung, das habe ich aber im Spiel noch nicht mitbekommen. Er war praktisch schon unterm Haus. Meine Hoffnung hat sich bestätigt. Meine Erwartung. Und da seht ihr schon das Köpfchen wackeln. Jetzt hieß es nur noch Nerven behalten und nicht blindlings losschießen. Er kommt ja vor. Wart ab. Richtiger Moment. Das war er. Richtig gleich in den... Gleich richtig einen Headshot verpasst. War natürlich sehr riskant hier, weil der Typ aus dem großen Gebäude hat ja schließlich die Laternen zerschossen bei den Hühnern. Also... Wo war ich mir nicht sicher, wie weit konnte er gucken, konnte er mich sehen und so weiter oder... Ja, das war alles sehr riskant. Schließlich schleichen sich die anderen ja auch an, die laufen ja nicht wie blöde rein hier. Okay, manche schon, aber darauf kann man sich ja nicht immer verlassen. Also erstmal zurück, Ausgangsposition, kurz sichern, rechts, links. Da hinten mal das Fenster, weil er konnte ja durchrennen. Man kann ja von dem einen Gebäude in das Nachbargebäude oben, gibt es so eine Überführung, da kann man drüber rennen. Aber er war noch in dem ganz großen Gebäude. Hier hatte ich schon einen Schreck bekommen. Hier dachte ich wirklich, da steht jemand am Fenster oben und guckt in die Richtung des Typen, der die Quelle hat, aber das war ja Blödsinn, weil er müsste ja praktisch durchs Dach durchgucken. Und zu mir hat er nicht geguckt, das war also wirklich bloß eine Gardine. Aber da kommt der erste Sportsfreund, kriegt eine und jetzt wieder Glück gehabt, wieder extremes Glück. Er dachte nämlich, der Schuss kommt von drinnen und rennt raus. Aber leider kam der Schuss nicht von drinnen, sondern von draußen und zwar von mir und das auch noch hinterrücks. Ich schäme mich fast dafür. Aber so ist das Spiel. Wie oft wurde ich schon hinterrücks weggesniped? Mein Mitleid hält sich also in Grenzen. So, jetzt hat er einer von rechts, das war wahrscheinlich der Typ, den ich vorhin verfolgt hatte. Der hat jetzt den Absorbierenden erschossen und hat selber die Quelle, die restliche Energie, für sich jetzt beansprucht und treibt sich draußen rum. Das konnte ich natürlich nicht zulassen, da musste ich hin. Und er hatte sich in dieser Hütte verpisst und passt auf, oben links jetzt kurz unterm Dach, da backt er durch. Seht ihr das? Da backt er kurz durch. Und da hat er schon eine kassiert gekriegt. Oder eine kassiert. Kassiert gekriegt, was für ein Deutsch. So, den ersten Treffer hat er schon mal. Also es war mindestens die, ja, denke ich mal 150 HP.
dann wird er schon, ja, 130 werden schon weg sein. Oh, da hat einer geschossen. Ich war mir nicht sicher, ob es mir galt. Oh, er saß direkt vor mir, direkt. Und da ist er rechts zu sehen, aber wieder habe ich es vercheckt. Gucke nochmal. Ich habe ja gedacht, es gibt einen Dachboden und da ist er und zack. Meine Frage war nur in dem Moment, warum hat er nicht mich erschossen? Es wäre ein Easy Kill gewesen, ein Easy Kill. Headshot, direkt. So, und der Typ, der vorhin geschossen hat, hat wirklich auf mich gezielt, war veraimt. Und jetzt habe ich es gewusst. Jetzt war ich mir sicher sozusagen, er ist hinter mir her. Und da muss ich natürlich reagieren. Der Kreis war auch nicht komplett, also Bewegungsspielraum war recht eingeschränkt. Oh, mein Aim, Alter, 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 Alter. So, jetzt. Er lädt nach, Alter. Und ich hab's nicht kapiert. Jetzt hätte ich vorstürmen müssen. Aber nein, ich lasse ihn nachladen und hol mir natürlich wohlverdient meine Strafe ab. Guckt euch das an. Dieses Fitzelchen HP, was ich noch hatte. Er hat's nicht gecheckt. Was anderes blieb mir in dem Moment gar nicht übrig, als hinter ihm her. Und es war so genial. Es hat so geil gepasst, Alter, dass ich hätte am liebsten laut gelacht. Ja, wieder mehr. Da habe ich echt mehr Glück als Verstand gehabt. So, jetzt sehe ich, dass ich halt nur noch 4 Kugeln in der Waffe habe im Magazin. Musste ich natürlich nochmal zurück und den Typen looten. Weil nochmal so viel Glück im Nahkampf. Das hätte ich. Ne, da habe ich echt dran gezweifelt. Ja, wo war der Typ? Kurz vorbeigerannt. Hier Lager. Schnell den Revolver looten. Säbel weg, leider hat gute Dienste geleistet, da kam der nächste. Und statt wegzurennen, wollte ich ihn mir holen. Und verreise, Bruchteile von Sekunden zu spät geschossen. Ja, war trotzdem ein guter Run. Hat mir sehr gut gefallen. 5 Jäger getötet, gab Fettpunkte, ich glaube 1900, wir werden es gleich sehen, genau 1900 Punkte. Hat mich übelst gefreut. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Freue mich, dass ihr es euch angeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.